So sichern und wiederherstellen Sie Kontakte, Cards und Daten von Samsung Galaxy A73. Tipps zum Sichern aller wichtigen Daten auf Ihrem Samsung Galaxy A73 wie Daten, SMS-Cards, Telefonkontakte, Fotos, Videos und so weiter. Es ist sehr angenehm, das Samsung Galaxy A73 zu verwenden, da es einen großen, lebendigen Bildschirm von 6,7 Zoll mit Super AMOLED Plus Typ hat. Der Bildschirm hat eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Full HD Plus Auflösung. Nachdem Sie dieses Telefon mehrere Monate lang verwendet haben, enthält der interne Speicher von 128 GB oder 256 GB viele wichtige Daten. Daher müssen wir sicherstellen, dass alle Daten bereits an sicheren Orten gesichert sind. Da wir keine Sicherungsdateien haben, gehen alle Daten verloren. Wenn bei Ihrem Samsung Galaxy A73 Probleme auftreten, z.B. Telefonverlust oder Hardware-Schaden. Viele Benutzer sind sich der Probleme verlorener Daten nicht bewusst. Alle Daten wie Card, E-Mail, Kontakte, andere Apps und Videos werden standardmäßig im internen Speicher gespeichert. Einige Daten werden bereits automatisch auf Cloud-Speichern wie Social Media, Facebook und Instagram gesichert. Bitte beachten Sie, dass einige Menüs aufgrund eines Android-Firmware-Upgrades auf die neueste Version abweichen können. Einfache Sicherung und Wiederherstellung von Samsung Galaxy A73 auf Samsung Cloud Server. Die meisten Benutzer sichern und stellen Daten mit einem Samsung-Konto wieder her. Natürlich benötigen wir unser Samsung-Konto zum Sichern und Wiederherstellen auf dem Samsung Cloud Server. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Öffnen Sie das Menü Einstellungen Konto und Sicherung Sichern und Wiederherstellen. In einigen Versionen gehen Sie zu Einstellungen Cloud und Konten Sichern und Wiederherstellen Daten sichern. Wählen Sie im Samsung-Konto die Option zum Sichern von Daten. Wenn wir nicht eingeloggt sind, müssen wir uns mit dem Benutzernamen und Passwort des Samsung-Kontos anmelden. Bitte wählen Sie alle zu sichernden Daten aus und klicken Sie dann auf die Sicherungsoption. Warten Sie, bis alle Daten auf Ihrem Samsung Galaxy A73 gesichert sind. Raute Schritte zum Wiederherstellen von Daten vom Samsung Cloud Backup Server. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Öffnen Sie das Menü Einstellungen Konto und Sicherung Sichern und Wiederherstellen. In einigen Versionen gehen Sie zu Einstellungen Cloud und Konten Sichern und Wiederherstellen Daten sichern. Wählen Sie im Samsung-Konto bitte die Datenwiederherstellungsoption. Wenn wir nicht eingeloggt sind, müssen wir uns mit dem Benutzernamen und Passwort des Samsung-Kontos anmelden. Wir sehen die Sicherungsdaten und Anwendungen, die wir wiederherstellen möchten. Wählen Sie weiterhin die Wiederherstellungsoption. Einige Aktionen werden Sie zur Installation auffordern. Mehr Samsung Galaxy A73 Sicherungsverfahren. Melden Sie sich mit einem Google-Konto an, um den Kontakt oder das Telefonbuch auf dem Samsung Galaxy A73 zu sichern. Das Telefonbuch oder der Telefonkontakt ist auf Samsung Galaxy A73 sehr wichtig. Wir empfehlen, sich um diesen Kontakt zu kümmern, da wir bei Problemen mit unserem Telefon nicht mehr auf diesen Telefonkontakt zugreifen können. Daher müssen wir unser Telefonbuch an einem sicheren Ort sichern. Android hat standardmäßig die Möglichkeit, unseren Kontakt automatisch auf den Google Cloud Server zu sichern, und es wird synchronisiert, solange wir bei einem Google-Konto angemeldet sind. Wir müssen sicherstellen, dass unser Telefon bereits mit unserem persönlichen Google-Konto angemeldet ist. Nachdem Sie sich mit dem Google-Benutzernamen und Passwort angemeldet haben, synchronisiert oder sichert dieses Telefon standardmäßig automatisch Daten mit dem Google Cloud Server, sodass wir zwei Telefonbuchspeicher haben, einen in Samsung Galaxy A73 und einen in context.google.com. Bitte überprüfen Sie diese Adresse, um sicherzustellen, dass alle Daten tatsächlich auf einem Google Server gesichert werden. Diese Schritte zeigen, ob unser Samsung Galaxy A73 mit dem Google Cloud Server synchronisiert wird. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Öffnen Sie Menü Einstellungen Konto und Sicherung Konto Google, oder wählen Sie Ihre Google E-Mail-Adresse, und vergewissern Sie sich, dass Sie bereits ein Gmail-Konto eingerichtet haben. Wenn Sie ein Google-Gmail-Konto hinzufügen müssen, tippen Sie auf Konto hinzufügen. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontodetails und stellen Sie sicher,
dass das Synchronisierungskonto aktiviert ist. Wie kann ich das Telefonbuch oder den Kontakt auf dem Samsung Galaxy A73 manuell auf der SD-Karte sichern? Neben einem Backup unseres Kontakts in der Google Cloud können wir auch unseren Kontakt oder unser Telefonbuch auf dem Samsung Galaxy A73 sichern oder exportieren, indem wir das Exportmenü in der Kontaktliste verwenden. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Apps öffnen, Kontakte. Wählen Sie alle zu sichernden Kontakte aus, Kontakte Menü Kontakte verwalten Kontakte importieren oder exportieren. Wählen Sie auf Speicher SD-Karte exportieren. Der Name der exportierten Datei wird angezeigt, um uns mitzuteilen, wo sich die exportierte Datei befindet. Sicherung abschließen kontaktieren Sie Samsung Galaxy A73. Wie kann ich ein Samsung Galaxy A73 Foto/Foto sichern? Es ist auch wichtig, Fotos zu sichern, denn mit guter Kameraqualität auf Samsung Galaxy A73 werden wir in unserem besonderen Moment viele wichtige Fotos oder Videos haben. Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Medien wie Fotos/Bilder oder Videos an mehreren Orten zu sichern. Der einfachste Schritt besteht darin, unsere Medien auf einer externen Microsd-Speicherkarte zu sichern. Für diesen Schritt müssen wir jedoch zuerst die Microsd-Karte vorbereiten und in den Speicherkartensteckplatz des Samsung Galaxy A73 einlegen. Auf externe Speicherkarte sichern oder kopieren. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Öffnen Sie den Startbildschirm. Finden Sie File Manager File Commander und starten Sie ihn. Wählen Sie den internen Speicher, wir sehen viele Ordner. Halten Sie einen Ordner gedrückt, um ihn auszuwählen. Nachdem Sie einen Ordner ausgewählt haben, wird die folgende Liste angezeigt. Wählen Sie im Menü unten alle auswählen. Wählen Sie kopieren oder verschieben, aber verwenden Sie besser kopieren, um verlorene Dateien zu reduzieren. Wählen Sie Menü SD-Karte. Wählen Sie den neuen Ordner, in den wir diese Dateien kopieren möchten. Wählen Sie einfügen. Bitte vergewissern Sie sich manuell im Microsd-Ordner, dass alle Dateien bereits kopiert wurden. Sichern oder auf Computer kopieren. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Verbinden Sie Ihr Samsung Galaxy A73 über ein USB-Datenkabel mit Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass der Computer eine Verbindung zur Samsung Galaxy A73-Speicherkarte herstellen kann. Andernfalls versuchen Sie, den Benachrichtigungsbereich vom Telefonbildschirm nach unten zu wischen und wählen Sie USB als Medium verbinden. Wenn der Computer die Daten des Samsung Galaxy A73 Telefons bereits lesen kann, verwenden Sie den Datei-Explorer des Computers, um die ZIM-Ordner auf dem Samsung Galaxy A73 zu öffnen, und kopieren Sie alle Ordner oder Dateien an einen bestimmten Ort auf unserem Computer. Wenn alles fertig ist, versuchen Sie bitte, alle Bilder von unserem Computer zu öffnen, um sicherzustellen, dass alle Daten bereits ohne Probleme gesichert, exportiert oder kopiert wurden. Samsung Galaxy A73 Fotos/Videos in Google Fotos sichern. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Stellen Sie sicher, dass wir die Google Fotos Apps aus dem Google Play Store installiert haben. Öffnen Sie die Google Fotos Apps auf Ihrem Samsung Galaxy A73. Wählen Sie die Einstellung in den Google Fotos Apps, Einstellung sichern und synchronisieren, ein. Wählen Sie im Menü Sicherung und Synchronisierung Ihr Google Sicherungskonto aus. Wählen Sie im Menü Backup und Sync die Uploadgröße auf hohe Qualität. Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Google-Konto noch freier Speicherplatz verfügbar ist. Standardmäßig werden Ihre Fotos und Videos in Google Fotos Unlimited Backup gesichert, wenn Ihr Samsung Galaxy A73 mit LAN verbunden ist. Wie kann ich Samsung Galaxy A73 formatieren oder zurücksetzen, um Probleme zu beheben? Samsung Galaxy A73 Wiederherstellungsverfahren. Stellen Sie den Sicherungskontakt aus dem Google-Konto auf dem Samsung Galaxy A73 wieder her. Wenn wir Samsung Galaxy A73 neu formatieren oder hart zurücksetzen, werden alle Daten entfernt oder gelöscht, sodass wir alle Kontakte zu Samsung Galaxy A73 wiederherstellen müssen. So stellen Sie wieder her. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Gehen Sie zu Menü Einstellungen Konto und Sicherung Konten.
Fügen Sie unser Google- oder Gmail-Konto hinzu. Zum ersten Mal können wir die Kontaktsynchronisierung erzwingen, um Kontakte vom Google-Server auf dem Samsung Galaxy A73 wiederherzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung aktiviert ist, um unseren Kontakt weiterhin mit dem Google Cloud Server zu synchronisieren. Stellen Sie den Backup-Backup-Kontakt von der SD-Mikrostkarte auf dem Samsung Galaxy A73 wieder her. Schalten Sie Ihr Samsung Galaxy A73 ein. Wählen Sie Kontakte. Wählen Sie Liste aus Kontakten Kontakt importieren. Wählen Sie von Speicher-SD-Karte importieren. Wählen Sie aus, wo wir unseren Kontakt gespeichert haben. Wählen Sie Kartdatei importieren. Samsung Galaxy A73 Google-Fotos Sicherung wiederherstellen. Stellen Sie gesicherte Fotos und Videos von Google Fotos auf dem Samsung Galaxy A73 wieder her. Installieren Sie Google Fotos auf Samsung Galaxy A73. Wählen Sie die Einstellung in den Google Fotos Apps, Einstellung sichern und synchronisieren, ein. Melden Sie sich bei Ihrem vorherigen Google-Konto für Google Fotos Apps an. Warten Sie einen Moment, wenn Ihr Samsung Galaxy A73 mit LAN verbunden ist, unsere Fotos und Videos werden auf dem Telefon wiederhergestellt. So sichern und wiederherstellen Sie SMS-Textnachrichten auf Samsung Galaxy A73. Es gibt einige Optionen zum Sichern von SMS-Textnachrichten von unserem Telefon. Wir empfehlen die Verwendung und den Download der SMS-Backup- und Restore-Apps aus dem Google Play Store. Wir können alle SMS-Gespräche im Telefonspeicher, interner oder externer Speicher, sichern oder Cloud-Speicher wie Google Drive oder Dropbox verwenden. Bitte befolgen Sie diese Schritte, Laden Sie SMS-Backup- und Restore aus dem Google Play Store herunter. Wählen Sie im Menü dieser Apps bitte jetzt Sichern. Wählen Sie in unserer Textnachricht aus, was Sie sichern möchten. Wählen Sie einen Backup-Speicherort. Wir empfehlen die Verwendung von Google Drive, solange wir bereits über ein Gmail-Konto verfügen, bei dem wir uns anmelden können. Wir können auch einige andere Optionen für den Backup-Speicherort auswählen, z.B. Dropbox oder internen-externen Telefonspeicher. Wir können wählen, ob wir nur einmal oder zu jedem festgelegten Zeitpunkt sichern möchten.